Nö, ich bin unten. So. So, Mahlzeit, lieber Zuschauer. Das Problem, wenn das Inventar voll ist. Das ist immer äußerst ungünstig. Ups.
Willkommen, ihr Lieben. Nach Fragen abkommen, losschießen. Ja, ich spiele heute mal wieder eine Runde Assa. Ich will noch gucken, ob ich noch 45 hochkriege. Um halt, ja, einfach mal das Gameplay im PvP-Link zu sehen. Bis jetzt eine sehr agile und angenehme Klasse. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Action-Combat-System macht sich nicht ganz schlecht bei dem Assa. Muss man mal so offen und ehrlich sagen. Da doch relativ agiles zu spielen. Und man so schnell wegkommt. Man hat ja einen Hide. Und alles, ja. Wie schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Mein Main ist ja eigentlich mein Tank. Da fehlt mir zurzeit so ein bisschen die Lust. Weil mir mit Main relativ viele, also mit dem Tank jetzt relativ viele Innis gehen muss. Und da ich ja meinen Legion leider nicht so weit aufgebaut habe, habe ich mir gedacht, spielt halt mal ein Assa, gerade wenn es jetzt ein Event gibt, für mit. Also 50% eher Erfahrungsboost für jede Klasse, die er hochspielt, und nochmal 100% Erfahrungsboost zusätzlich, wenn er Assa spielt. Und das kann man auf alle Fälle mitnehmen. Habe ich mir so gedacht. Was mein Assa noch fehlt, ist ein Hit. Das heißt, dass er besser trifft. Ich habe zurzeit eine Hitrate von 97,61%, das ist ein bisschen wenig. Das könnte ich versuchen mit Pattern, also mit Mana-Stein auszugleichen. Ja, mal schauen, wie sich es im Endgame entwickelt. Was ich natürlich aktuell mache, dass ich hier in dieser, wo ist ich jetzt, da war's, in diese Ability Skills versuche ich natürlich, dann erstmal so fit zu gehen. Habe ich jetzt hier schon gemacht. Das war schon mal das Blaue, ne? Dieser Increased Hit. Habe ich dann nochmal mit, muss ich das mal gucken. Bam, 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 bam. Habe ich dann gar nicht mehr. Habe ich dann erstmal gar nicht mehr. Also gehe ich dann hier weiter auf Critical Hit als nächstes und wäre dann hier vielleicht mal noch, ja, Critical Hit gehen und dann werden noch Dodge mal sehen, wie sich das auswirkt. Aber erstmal da weiter in der Innie. Ich bin jetzt bloß nochmal in die Innie gegangen, um meine Kampagnenquest fertig zu machen, weil es bringt mir aktuell mit dem Level nicht mehr wirklich viel. Ich werde für euch dann im Anschluss gleich die nächste probieren. Und zwar ist das dann, guck mal, einfach bam bam bam, hier mit 22 geht es dann weiter. Gearscore habe ich genug. Mal sehen, ob ich zu Solo gehen kann, ob ich es Solo schaffe. Ich glaube, es war nicht. Oh, ist erstmal egal. Inventar ist schon wieder voll.
Ich habe auch nichts, was ich wegschmeißen kann. Das ist ja blöd, wa? So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zum Endenbockboss. Natürlich ist mein Inventar immer noch voll. Verstehe ich absolut nicht, wie das passieren kann. Einfach mal mit. Und gehen einfach raus. Sachen zu verkaufen, ist immer schön. Ranger-Sachen brauche ich jetzt auch nicht. Ich bin wieder ein Ranger. Auch uninteressant. Was haben wir hier? Magier, auch interessant für mich. Und hier haben wir noch einen Berserker. Ebenfalls uninteressant. Was haben wir da? Ebenfalls mag ich auch wieder kaputt. Kaputt zerstören, kaputt machen. So. Und jetzt gehen wir weiter. Schließen wir einfach unsere Kampagnenquest ab. Und dann gucken wir uns mal das 22er Dungeon an, würde ich sagen. Ich muss dahin. Und auf geht's. Kriegen, hebe ich immer schön auf.
Dumm-di-dumm-di-dumm. Sehr schön. Den Moment, wenn man etwas nicht trifft. Welcome faces come to win a war, you must ensure. Ich glaube, hier muss ich irgendwas kaputt machen. Machen wir auch gerne, oder? So. Kaputt machen. Ah, willkommen Zuschauer Nummer 2. Nebenbei natürlich noch ein bisschen Schaden für die Legion. Can't use that.
So, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe jetzt eine Streamzeit von fast einer halben Stunde. Ich mache erstmal Pause in dem Sinne. Werde mich jetzt noch ein bisschen um meine Legion kümmern. Und wünsche euch viel Spaß bei Bless Online. Schaut rein, es macht auf alle Fälle Spaß. Es lohnt sich, finde ich immer noch. Und wir hören und sehen uns. Bis dahin, bye bye.